Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den neuen Workaround zum Solo Car Duplication Glitch zeigen. Da ja Rockstar Games den letzten Mal wieder gepatcht hat. Aber es gibt direkt wieder ein Workaround und was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür natürlich einen Nachtclub mit der B2 und B4 Garage. In der B2 Garage müssen sich mindestens zwei Autos befinden und in der B4 Garage müsst ihr ein Auto auf den 10. Stellplatz stellen. Ebenso braucht ihr dann noch eine Spielhallengarage. In der Spielhallengarage muss dann ein Elegy drinstehen, am besten den Weenie Easy, voll aufgetunt, weil der am meisten Geld bringt. Und ja, in dieser Spielhallengarage braucht ihr dann halt noch so viele Elegies, wie viele Autos ihr halt duplizieren wollt. Und dann braucht ihr halt noch ein Auto zusätzlich, was ihr loswerden könnt. Und wenn ihr das alles soweit habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch zuerst in die Nachtclub-Garage B2, steigt einfach in das Auto ein, was auf dem ersten Stellplatz drauf steht, fahrt aus dem Nachtclub raus. Also die Schritte, also den Schritt hier, den müssten die meisten von euch noch kennen. Einfach aussteigen, Fahrzeug in die Luft jagen, dann gehen wir wieder rein in die Nachtclub-Garage B2. So, sind wir jetzt in der Nachtclub-Garage B2 angekommen, dann müssen wir jetzt ein Auto aus dieser Nachtclub-Garage B2 austauschen mit dem Auto, was wir in der B4-Garage auf dem 10. Stellplatz stehen haben. Wir wählen einfach ein Auto hier aus, drücken dann Viereck, gehen auf Nachtclub-Garage B4 und dann tauschen wir das Auto. Und ihr seht, wir sind jetzt gefreezed und jetzt gibt es auf jeden Fall schon mal den ersten Patch und zwar werden wir jetzt aus der Lobby rausgeschmissen. Jetzt warten wir einmal, bis wir in den Story-Modus geladen sind. So, beim Story-Modus angekommen, gehen wir auf Options, Online und dann starten wir eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Es geht eigentlich auch in jeder anderen Sitzung, aber ich mache es halt in Einladungssitzung, damit ich dann einfach nicht gestört werde. Und ich habe natürlich noch ganz vergessen zu sagen, Leute, stellt am besten den Spawnpunkt auf das LSK-Meet, weil wir müssen uns dann zum LSK-Meet begeben. So habt ihr auf jeden Fall dann Zeitersparnis. So, seid ihr im LSK-Meet angekommen, geht ihr einfach auf den Mechaniker und dann bestellt ihr euch einfach irgendein Auto. Welches Auto, das ist völlig egal. Das Auto geht auch nicht verloren, da braucht ihr keine Angst zu haben. So, dann begeben wir uns einfach zu unserem Auto. Steigen wir einmal ein und nun drücken wir Viereck und Kreis, um das Kami zu verlassen. So, draußen angekommen, drücken wir einmal Steuerkreuz rechts, um in die Tuning-Werkstatt reinzufahren. Dort angekommen braucht ihr auch gar nichts zu machen, einfach Tuning-Werkstatt verlassen. So, dann werdet ihr merken, dass ihr gefreezed seid. Das ist auf jeden Fall perfekt. Einfach aussteigen. Nun schnappt ihr euch irgendeine NPC-Karre und dann begibt ihr euch zu eurer Spielhallengarage. So seid ihr in der Spielhalle angekommen. Einfach in die Garage reinlaufen. Ab jetzt könnt ihr euch die Autos wieder im Minutentakt duplizieren und das ist auch wieder die gleiche Vorgehensweise wie auch vorher. Die meisten
werden das auf jeden Fall kennen. Steigt einfach in irgendein Auto ein, was ihr nicht mehr benötigt. Oder halt einen kostenlosen LNG. So, wir steigen aus, laufen wieder in die Spielhallengarage rein. Dann steigen wir in den Winnie Easy Classic ein, drücken dann einmal Steuerkreuz nach rechts, weil das Spiel denkt immer noch, dass wir im LSK mit sind, deswegen könnt ihr auch nicht schnell rennen. Wir warten, bis wir in der Tuning Werkstatt angekommen sind, dann ändern wir einfach irgendwas, ich ändere die Bremsen, Tuning Werkstatt wieder verlassen, nun müssen wir wieder in der Spielhallengarage landen. Wunderbar, perfekt, einfach aus dem Auto aussteigen, dann gehen wir ins Interaktionsmenü, gehen wir auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug wieder einlagern und ihr seht, hier hinten steht jetzt auch die neue Kopie und ja, das könnt ihr jetzt immer so weitermachen, wenn ihr jetzt wieder ein neues Auto euch duplizieren wollt, dann fahrt einfach wieder mit einem kostenlosen Elegy oder ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt, aus der Spielhallengarage raus. Und macht einfach genau denselben Step, wie wir es gerade gemacht haben. Und ja, es geht wirklich sehr schnell. Innerhalb von noch nicht mal einer Minute könnt ihr euch ein Auto duplizieren. Das einzige Problem ist, ihr braucht natürlich ein iFruit-Kennzeichen. Habe ich natürlich noch ganz vergessen zu sagen. Aber das werde ich auch noch in den Titel reinschreiben. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.